Hey Leute, ich möchte euch nur kurz informieren, bevor das Let's Play losgeht. Ich hatte Probleme mit dem Sound. Es gab ein kleines Update. Deswegen sind die Kollegen Novi und Jürgen in den Let's Play-Folgen echt leise zu hören. Ich habe schon alles unternommen. In den neuen Let's Play-Folgen funktioniert es wieder, aber die Folgen sind leider aufgenommen und wir behalten sie so. Ich danke für euer Verständnis und jetzt geht das Let's Play los. Viel Spaß! Hey Leute und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der Map Sibasusum. Unser Jürgen ist auch wieder dabei. Da seht ihr, genau. Er geht gleich wieder in den guten Dominator, welcher ist das? Dominator 118 SL und fängt weiter an, Feld 6 weiter zu ernten. Oh, ihr hört schon, da ist die Schnecke, die bewegt sich. Also, ich meinte jetzt nicht ihn, die Schnecke. So, wir haben ihn abgetankt, genau. Wir können weiter unser Stroh einfahren, ja. Und das werden wir machen. Heute Ziel ist es, wieder mal ein bisschen Stroh reinzulagern, wie die letzten Folgen. Ich weiß, es ist mühselig. Ihr seht derzeit eigentlich nur noch das Gleiche, aber die Arbeiten müssen auch gemacht werden. Wir haben Ballen gepresst ohne Ende, also müssen die ohne Ende Ballen auch wieder ins Lager, ne? Aber wenn wir das gemacht haben, dann geht es auch wieder bald los mit der Feldarbeit. Ist versprochen. So, Jürgen, was hast du so? Hast du was auf dem Herzen, über was du sprechen willst? Alles gut, also. Aber Frage, was ist eigentlich mit Petri? Den könnten wir zur Not auch mal fragen. Aber das Schlimme ist ja, wir müssen ja alle drei dann immer zusammenkriegen. Er kann zwar dann auch mitmachen, aber wenn ich dann aufnehme, muss ich das gucken, weißt du? Ich muss alle drei auf einmal zusammenkriegen. Ich kann ihn zwar mal anschreiben, ich schreibe ja ab und zu mal mit ihm. Kann ich ihn ja mal fragen. Schade, unsere Gruppe ist ja totgelaufen. Also er war ja nonstop da, ich da. Aber dann hat es mich ja so mit meiner Grippe so dermaßen hingehauen. Ja. Ja, und dann war es aus. Hast du seine Handynummer? Ja. Ah, wir sind doch noch alle in der WhatsApp-Gruppe, ne? Ja, ja, stimmt, da hast du ja auch über seine Nummer. Ich kann ja mal anfragen nachher mal in der WhatsApp-Gruppe, ob wer mit mal aufnehmen will. Aber ich glaube, er spielt auch Sibasusum, hat er gesagt. Doch, hat er mir ja gesagt, dass er spielt auch Sibasusum. Ich glaube, das spielen derzeit alle eigentlich. Weil es gibt, also es reizt mich derzeit nicht so eine andere Map. Gut, die ist jetzt, ich finde sie gut, auch, aber ich finde sie halt nur gut, weil sie von den Hof halt her gemacht wurde. Weil ich ja auch fast alle Folgen von den Stefan gesehen habe. Und deswegen finde ich das mal gut. Und ich bin auch mal ein Freund von, dass man nicht Paletten herstellen muss und so. Weiß, was ich meine, ne? Dass man sich halt nur auf die Hofarbeiten und das auf dem Hof erstmal wieder beschränken muss. Also kein Fabrikant, sondern Bauer. Genau. Also doch wieder Bauer und kein, wie du sagst, genau, Fabrikant. Also ich glaube, das darf hier keiner sehen, wie ich hier die Ballen reinstapel, ey. Da würde ich keine Abschlussprüfung im Landwirt gewinnen. Ah, aber es geht. Ich habe jetzt aber einen Fehler gemacht. Ah, Mist. Ah, egal. Und du weißt ja, du schreist wieder, wenn ich dich abtanken soll, ne? So, liebe Leute, jetzt haben wir schon wieder einen Stapel, schon wieder 16 Uhr. Das war jetzt Mist. Das war jetzt echt Mist. Jetzt müssen wir die wieder aufeinander stellen, ne? Das ist schwierig. Oh, Mist. Da war ich, ja, ich habe die Konsole nicht mehr. Ich hatte Jürgen damals die Konsole verkauft, weil ich nicht mehr so viel gespielt habe. So, ja gut, dann müssen wir das jetzt mal ein bisschen zaubern hier. Weil das ist das ganze Stroh für unsere Schweinchen. Ist zwar viel zu viel, ich weiß, aber wir brauchen es ja auch nicht wegschmeißen. Wir können es, die nächste Fuhr werden wir dann verkaufen. Also die nächste Saison werden wir es dann mal verkaufen. Ach, der eine Ballen ist ein bisschen doof, ne? Den müssen wir noch mal ein bisschen gerade machen. So, also sehe ich das gar nicht. So. So, zack. Und rund. Da setzen. Perfekt. So. Jetzt probieren wir die mal wieder aufzustapeln. Dann müssen wir das so machen. Ah, das Gras wächst auch schon wieder. Können wir auch bald abmähen, aber
Das dauert noch ein bisschen. So. Dann werden wir mal den Ball nehmen. Den setzen wir auf die anderen drauf. Zack, genau. Kommen wir in den rein. So, und Uhr. Und runter. Irgendwie klappt das nicht. Und Mist. Dann müssen wir es anders machen. Dann setzen wir ihn erst ab. So, setzen wir ihn erst ab und dann gehen wir nochmal normal rein. So klappt das doch gleich besser. Hätten wir gleich so machen sollen, ne? So, dann den rauf. Das ist auch krumm und schief, ne? Krumm und schief. Wollen wir mal probieren. Wir probieren ihn mal ein bisschen gerade zu machen. Dann müssen wir mit der Seite reinspießen, ne? Sind so ein bisschen gerade geworden, aber ein bisschen, ne? Den oberen können wir noch mal ein bisschen. So sind sie doch perfekt. Ach Mensch, das war aber eine Arbeit. So. Der Jürgen ist immer noch fleißig am Dreschen des Mais. Genau, Mais. Da haben wir ja so viel Mais gepflanzt. Ich hätte doch gar nicht so viel Mais pflanzen sollen. Ich wusste, dass viel rauskommt, aber so viel habe ich gar nicht gedacht. Also nächstes Mal halb so viel Mais, das reicht. So. Nein. Es kippt ja schon wieder fast drauf. Ja, wir hätten ein bisschen höher einstechen sollen. So. Ja, das Blöde ist, dass man immer so gleich Gas geben muss. Ich habe keine Pedale mehr. Wenn man so leicht Gas geben muss, hast du nicht immer so dieses Ruckartige. Da würde es fast besser gehen. Vorsichtig. Ja, gut, hätte ich ein bisschen weiter rüber gemusst, ne? Dann nehmen wir nochmal auf. So. So, ein bisschen rüber. So, zack. Jürgen, wie viele Spielstunden hattest du eigentlich auf der Map? 60, ne, hast du gesagt. So, dann setzen wir gleich mal die nächsten Ballen hier ab. Okay, ja, das können wir ja als nächstes machen, weil. Ja. Das könnten wir ja rein theoretisch in der nächsten Saison machen, wir hier die beiden Felder auf dem Hof, weil ich hätte mal gern. Vielleicht auf Feld 6 Weizen, weil dann brauchen wir nur ein Weizenfeld, dann können wir den Rest Soja machen. Vielleicht doch noch Feld 16, vielleicht nochmal Mais für die Schweine, die dann irgendwann mal kommen. Also Schweinefutter reicht also aus, wenn wir Feld 49 und 48 machen. Okay, ja, dann machen wir nur die. So habe ich es gemacht, also damit habe ich also Schweinefutter gemacht. Weil das passt ja das Verhältnis 1 zu 2. Ja, das stimmt. Ja, und Rest habe ich Soja gemacht, also das heißt also Feld 6 und 16 war es, glaube ich. Ne? Ja. Die habe ich nur mit Soja gemacht. Und das mit 3 Durchgängen, damit ich auch die Maschine kaufen konnte. Okay, das könnten wir ja machen. Und machen wir da danach dann darauf Soja? Wie gesagt, also ich habe damals mit dem Grundstock angefangen. Ja. Langsam hochgearbeitet. Weil ihr müsst dazu wissen, wir spielen schon lange LS17 und wir haben noch nie gescheatet. Eigentlich, wenn wir zusammen gespielt haben, haben wir nie gescheatet. Wir haben immer zwar Unmengen Geld mit Gilage und so gemacht oder Bäumen, aber gescheatet haben wir ja nie, ne? Was heißt nicht gescheatet, sagen wir mal ganz ehrlich. Also
Wenn ich schon das Anfangsuhrrad schon änderst, ja, gut. Ich damals ja gemacht, das ist ja auch individuell entschieden. Ja. Ich mache es jetzt so, dass ich also ehrlich gesagt, ich nehme die Bank Hagenstadt, oder wie es heißt. Ja, Bank Hagen. Ja. Da habe ich mit reingenommen und dann kann man die Felder ja mieten. Das stimmt. Felder ausgesucht, die also erntereif waren, dann gemietet, also wenn du, was weiß ich, wenn du 12 oder 13 Hektar Feld hattest, oder 23 Hektar, je nachdem, da hast du nur 1000 oder 2000 Euro an Miete gezahlt, aber das vielfache an Ernte wieder reingefahren. Ne? Okay, ich dachte, das war teurer. Also notgedrungen hast du von einem Bauern ein Feld geerntet, also gemietet, der in der Notlage war. Also, das kannst du ja nicht machen. Ja, das stimmt natürlich. Ja, also aber andere machen das mit Holz. Ja, ja. Also verkaufen ja den ganzen Fuhrpark und dann holen sie nur Holzgeräte, so wie damals. Betsy und ich das gemacht haben 33 nur Holz gemacht. Ja. Ja, da kam auch Kohle ohne Ende rein. Und dann haben wir dann ja hinterher ordentlich Fuhrpark machen können. Naja, da war, ich komme online einen Tag später und erschienen schon die High-End-Maschinen. Ja. Ja, ich meine also, wenn da zwei Rentner Zeit haben und 6 Stunden dann nur Holz machen. Das stimmt, das ein paar Millionen kommen da zusammen. So war es ja Klingenbach. Ja, ja. Da haben wir, also da stand ja kein Baum mehr beim Sägewerk. Ne, da war alles weg. So. Ja, Leute, wir sind immer noch dabei, fleißig. Aber das Wahre ist es auch nicht. Ne. Wir sind immer. Deswegen versuche ich das Ganze, also, sag ich mal, ohne dem zu machen, so wie im realen Leben. Ja. Ja, da kannst du ja auch nicht nur Bäume, Bäume, Bäume. Ja. Auf die Kredit und dann. Ja, bei. Auch hier haben wir weiter Vierfach-Map. Aus russischem Markt, diese Match-Map. Ja. Haben auch 300.000 Kredit aufgenommen und dann muss ich das abarbeiten. Ja, ja. Bei Bank von Hagenstedt kannst du sogar mehr aufnehmen, ne? Da kannst du, glaube ich, über ein paar Millionen sogar aufnehmen. Ja, aber da hast du auch Zinsen, ne? Da ziehen sie dir Zinsen ab. Also, das habe ich nicht mehr. Der gibt dir Millionen Kredit. Keiner. Obwohl, wenn du als Bauer die Maschinen anguckst, wenn du da draußen vorbeifährst, sind alle Millionäre. Ja, ja, also wenn ich ja manchmal, wenn hier die ganzen John Deere langfahren und die großen, na, da weißt du schon. Der eine hat ja auch einen großen Glasdrescher stehen, ne? Ich habe letztens den Fendt 9 Tonnen gesehen, den Drescher. Ja. Wie der das Gebiss vorne angesetzt hat, war eine wahre Pracht. Ja. So, dann wollen wir mal die nächsten Ballen reinbringen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viele Ballen das wirklich sind. Ich weiß es selber, ich habe es noch nicht durchgezählt. Ich zähle es dann, wenn sie alle eingelagert sind. Wow, das war aber knapp. Also nächstes Mal holen wir uns auch einen anderen, um die Ballen zu holen. Da holen wir, glaube ich, nur für 8, also für 8 Ballen. Dann ist das immer gleich ein Stapel, wo man direkt ranfahren kann. Aber das ist echt schon teilweise sehr eng hier. So, und die nächsten Ballen rein. Oh, der Haufen sieht doch gut aus. So, dann die nächsten wieder von der anderen Seite. Aber Junge, ich muss sagen, es sind schon wieder gleich 15 Minuten um. Also wenn man zu zweit spielt, muss ich sagen, da geht die Zeit ruckzuck rum. Da haben wir schon fast für den ganzen Monat produziert. Eine Folge müssen wir, glaube ich, noch. Ich habe mein Feld immer noch nicht runter. Ja, das. Ich, und vor allem der Curseplay lief ja auch schon, glaube ich, 2, 3 Folgen, ne? So. Ja, wie gesagt, nächste Woche
Komme ich dann kurz rum oder wenn du wieder unterwegs bist, kannst. Oder du kommst rum. Ich bin nächste Woche, die ganze Woche da, außer Montag komme ich halt ein bisschen später wegen Arzttermin, ne? Habe ich dir ja gesagt. Bring dir einen Stick mit. Jawohl. Ich bin auch dann die Woche vorne, weil Janosch hat ja auch Urlaub und dann soll ich wieder vorne erstmal stehen. Ja, meine Frau hat Urlaub gehabt, ganze Zeit. Du weißt ja, ich habe mich mit meiner Frau jetzt arrangiert. Ja, hast du ja Vorhin erzählt. von den neuen vorhin von Kriminal Minds. Das heißt also, ich könnte mal Donnerstagabends mal so eine Stunde oder Okay. 2 Stunden. Also donnerstags immer, ja, muss ich mal gucken. Ich Ja, spreche mich ja auch mit der Frau ab, wann ich aufnehmen kann und mit mehreren. meine Frau hat sich jetzt zum Serienfreak entwickelt, ehrlich. Okay. Und das ist hier Blacklist to it. Wir haben die ganzen Folgen durch. Das fand meine Frau so interessant. Dann haben wir geguckt, die White Prinzessin, also dann Blue Bloods. Ja, das habe ich Haben wir alles durchgeguckt. mit den Vampiren, ne? Nee, Blue Bloods ist doch hier mit Tom Selleck, New York. Also, dann ist das was anderes. Das ist nicht schlecht. Nein. Uah. Dann werden wir den Haufen nochmal Okay, reinfahren. 80% wieder geladen. Ja, warte, ich bringe noch den rein und dann ist die Folge sowieso vorbei und dann fahre ich dich ab. So Leute, aber wir sind wieder schon am Ende der Folge, wie ich es gerade erwähnt habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, Kommentar, ein Feedback, ein Abo. Ihr wisst es alles. Mir wurde gesagt, ich soll es in jeder Folge wiederholen. Ich finde es zwar ein bisschen nervig, aber mir wurde das von mehreren Leuten geraten, dass ich es wiederholen soll. Aber ihr wisst das ja von alleine, das weiß ich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage auf Wiedersehen und Tschüss. Und Jürgen ist jetzt auch dran. Ciao, ciao. Tschüss.